Oh, au, mein Bein. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu einer neuen Runde Corpse Party. Ja, die letzte Aufnahme habe ich heute erst gemacht. Am Tage. Jetzt haben wir es 22.40 Uhr und ich finde, es ist dunkel draußen. Draußen dunkel genug. Ich kann es bewegen. Also vermute ich, dass es nur verstaucht ist. Wo? Ich bin nicht zu Hause. Bin ich? Das kann nicht sein. Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was sehen. Ist das die Schule? Was? Was geschieht hier? Was zur Hölle ist das für ein Ort? Da liegt ein loses Teil auf dem Boden. Es hat Kratzer und so weiter. Es scheint immer noch komplett intakt und nicht so schwer zu tragen. Kann man das? Oh. Oh. Ah. Okay, das ist geil. Geil. Können wir uns hier noch irgendwo umschauen? Nicht gut. Seiko! Kikoete nai no kana? Seiko! Kannst du mich nicht hören? Kikoete nai. Oh oh. Allein diese Dunkelheit gefällt mir nicht. Die Tür aus der Wege. Au. Schmerz. Asi. Wirklich. Daijoubu kana? Yaba so. Mein Gelenk ist in sehr schlechter Verfassung. Da liegt doch was. Heavenly Pose. Third student. Der dritte Schüler wird vermisst. Eine nach den anderen verlieren einer nach den anderen. Die jungen Schüler der Heavenly Host Elementary School scheinen zu verschwinden. Bis jetzt ist der dritte Schüler verschwunden. Klassenkameraden haben ihn als ein Fünftklässler haben bestätigt, dass es ein Fünftklässler war, der auf dem Heimweg war. Aber sie wurde irgendwie von ihren Freunden in den Fluren getrennt und wurde seither nie wieder gesehen. Die Polizei untersucht die Möglichkeit einer Serienentführung und hat gerichtliche Mediziner für den Fall einer haben gerichtliche Ermittler hinzugezogen.
in der Hoffnung auf schneller Lösung. Wie auch immer, 10 Tage sind bisher sind seit der ersten Verschwindung vergangen. Die Eltern und Klassenkameraden suchen immer noch nach dem Grund. Okay. Können wir hier noch? Also, das ist so eine Art offizieller Aushang an der Wand angehangen. Keine Zeit dafür. Keine Zeit jetzt dafür. Ich muss Seiko Seiko! Seiko! Gott sei Dank, sie hat mich immer noch. Seiko, komm schon, Seiko, wach auf! Alle, Naomi, du da noch? Naomi, was ist hier passiert? Sinnbei so sehr! Es fragt mich nicht, was hier, was mit mir los ist. Ich dachte, du wärst tot. Wo sind wir? Was passiert hier? Das ist, was ich gerne rausfinden würde. Diese Fenster sind sehr eng verschlossen. Und es ist sehr... Und es ist zu dunkel draußen. Ich kann nichts sehen. Was zur Hölle passiert hier? Nun, das ist offensichtlich ein Schulgebäude. Sehen diese Tische nicht ungewöhnlich klein für dich aus? Naja gut, im Vergleich zu mir sind sie eigentlich sehr groß aus. Wie eine Grundschule? Eine Grundschule? Das kann ich. Kann es? Achso, darum konnten wir es nicht lesen. Was ist es? Ein Aushang an der Wand. Es sagt Heavenly Host Elementary. Nachricht an alle Lehrer und Schüler. Ist nicht die Grundschule, die vor der Kitaragi-Schule da war. Die Schule, die geschlossen und abgerissen wurde. Was ist passiert? Was soll alles passieren? Und wo sind unsere Freunde? Miss Yui? Komm runter, Naomi. Komm runter, Seiko. Überventilieren.
です。音を立てるほど全身が震える経験なんて生まれて初めてだったから。So das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so hart zitterte. Ich konnte meine Zähne hören. 今自分たちの置かれている状況を整理して考えることができない。Gerade denken, ein wenig weniger enge. Etwas weniger. Mein Gehirn hat mich. Barui, Jumeka, du kennst den Mann. Was passiert? Meine Meinung, du kennst dich, ich hätte gerne. Ich redete mir weiterhin ein, dass das alles ein Traum ist. Ein sehr schrecklicher Albtraum. Aber es macht, aber egal wie hart, wie sehr ich es mir wünschte, ich konnte einfach nicht aufwachen. Tada, Seijakuga, Krushi. Die Stille war das Schlimmste an allem. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich musste irgendwas sagen. Irgendwas. Nee, 何が何だかわからないけど。Hey, ich habe nicht die geringste. Aber wie wär's, wenn wir einen Weg hier rausfinden? このままずっと震えていても何も解決しないと思うの。Wir können hier nicht einfach in unserer Angst stehen bleiben. Wir müssen irgendwas tun, verstehst du? Nebenbei, ich möchte hier in diesem angsteinflößenden Ort nicht länger bleiben. でも窓も開かないんだよ。Aber die Fenster sind doch alle komplett versiegelt. Und ich denke nicht, dass sie einfach nur feststecken oder verschlossen sind. Es ist, als wenn sie Dekorationen an den Wänden wären. Ich denke nicht, dass sie geöffnet werden können. Ist das überhaupt möglich? だけど、玄関とか非常口とかあれば。Ich bin mir nicht sicher, aber es muss doch einen Eingang oder einen Notausgang oder irgendwas geben. Irgendwas, was uns rausbringt. そうだね。じっとしてたら。Du hast recht, das ist wesentlich besser als einfach nur herumzustehen. Ich fühle mich, als wenn ich hier ein bisschen verrückt werde, wenn wir hier bleiben. Okay, dann als erstes diesen Raum verlassen. Wir müssen unsere Geister aufrechterhalten. Nach all dem, was wahrscheinlich nicht in. Nach all dem, was passiert ist, sind wahrscheinlich nicht nur wir beide. Ja, das müssen ja auch irgendwo sein, oder? Ja, wenn wir uns wieder mit denen vereinigen können, werden wir einen Weg hier rausfinden. Genau das ist der Geist. Ich hatte keinen Grund, irgendwas zu glauben, was ich gerade gesagt hatte. Es war wahrscheinlich
war wahrscheinlich eine Lüge. Und es war wahrscheinlich unschuldig, ehrlich zu sein. Aber ich wusste, wenn ich nicht gehandelt hätte, wäre ich verrückt geworden. Ich hätte angefangen zu schreien. Ich hätte überventiliert. Also in der Mut der Verzweiflung habe ich das Stärkste getan, was ich hätte machen können. Sehr gut. Raptor einfügen. Oh! Füllen Sie einen Charakter. Füllen Sie das Auge über einen Charakter und drücken Sie X, um mehr darüber zu lernen. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie durch die Tür im Osten und drücken den Es ist eine 23 Jahre alte Englischlehrerin an der Kisaragi High. Sie hat gerade erst das Semester angefangen, nachdem sie ihr Lehrerdiplom bekommen hat. Und ihr Engagement macht Eindruck. Sie ist nicht die beste Einweiserin, aber ihre Seele und ihr Enthusiasmus sind ansteckend. Und ihre Schüler scheinen sie generell für ihre Methoden zu respektieren. Auch wenn, sie ist außerdem auch noch eine also sie bleibt auch, wenn die Schüler ihre Hausaufgaben machen. Und sie scheint wirklich mit ihren Schülern verbunden zu sein. Das ist ja cool. Das ist aber nicht probiert. Ich würde jetzt schon gerne wieder weg. Ich weiß auch nicht, ob wir wieder hierher kommen. Nee. Ich würde sagen, wir machen alle. Yoshiki Kishinuma, ein 17 Jahre alter Schüler der Kisaragi High in der Klasse 2.9. Er wird oft für sarkastisch und zynisch gehalten. Aber sobald er sich... aber so wie er sagt, ist er einfach nur ehrlich. Er nimmt nicht an allen... er hat generell noch keinem einzigen Event teilgenommen. Außer an diesem. Und seine Begründung lag darin, und seine Freunde Satoshi und Ayumi meinten, er könne doch eine Ausnahme machen und, wenn sie sich daran auch beteiligen. Mit einem immensen Drama zu Hause ist Yoshiki derzeit Teilzeit arbeiten nach der Schule, um ein wenig um sich eine Wohnung leisten zu können, wo er lebt. Okay. So. Unsere liebe Ayumi Shinozaki. Die 17-jährige Schülerin ist stellvertretend für die das ist die Schülersprecherin quasi.
Sie erschreckt liebend gern ihre Klassenkameraden mit ihren Geistergeschichten und erfreut sich daran, sie schreien zu hören. Und generell glaubt sie, dass... generell trägt sie Kerzen und andere Horrorgegenstände bei sich. Und wenn sich der Fall eine Möglichkeit ergibt, sich ihr selber vorzu... Achso. Schlägt sie immer vor, dass sie die auspackt. In Wirklichkeit muss man sagen, Ayumi trägt den Respekt als Maske, um sich hinter ihrer eigenen Furcht zu verstecken. Um sich vor der eigenen Furcht des Unbekannten zu verstecken. Welche die Rivalen, welche sie in Satoshi besonders ausdrückt. Besonders im Angesicht erschreckender Situationen werden ihre Knie weich und die Panik setzt ein. Nur ihr persönlicher Stolz kann sie rausbringen aus diesem Furchtstatus. Okay. Mayu Tsutsumoto, die ihn weggeht. Eine 16-jährige Schülerin der Kisaragi High, Klasse 29. Irgendwie scheint sie kleiner als sie wirklich ist. Aber sie hat ein wirklich großes Herz und eine strahlende Persönlichkeit. Sie akzeptiert alles und jeden mit offenen Armen und hat nie irgendwelche Favoriten, was sie wirklich sehr allumfassend macht bei ihren Mitschülern, whatever. Glücklicherweise muss sie wegen familiären Wechseln umziehen. Sie wird bald gehen und an eine neue Schule wechseln. Dann machen wir mal bei einem der Hauptcharaktere weiter. Satoshi Mochida. Ein 17-jähriger Student an der Kisaragi High, Klasse 2.9. Er wird immer er hat einen Vorteil, ist aber cool, ja? Er ist bekannt dafür, sowohl kindlich als auch draufgängerisch im gleichen Maße zu sein. Er ist persönlich und offen, was seine Sensibilität anderen gegenüber zu einem natürlich, er wird von allen zu einem persönlichen, natürlichen Führer gemacht. Eine Person, die immer zu die Anführerschaft herausfordern will, ist Namui, welche konsequenterweise die einzige Person ist, die von Satoshis Bestrafung absieht. Wer ist das? Ach, Naomi. Passenderweise. Naomi Nakashima. Eine 16-jährige.